Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Zwillinge, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie natürlich gemeinsam auf. Bevor es losgeht, noch eine kleine Neuigkeit, eine kleine Ankündigung. Eine langjährige Zuschauerin von mir hat ein Buch veröffentlicht, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen in Partnerschaften, in Beziehungen. Das Buch lautet »Bis nichts mehr bleibt von mir« und behandelt vorrangig Beziehungsmuster. Beziehungsmuster erkennen, sie analysieren, sie durchbrechen. Es kann ein Thema sein, mit dem sich viele von euch vielleicht auch schon auseinandergesetzt haben oder sich vielleicht auch auseinandersetzen wollen. Deswegen möchte ich es ansprechen. Ihr könnt dieses Buch natürlich unterhalb von diesem Video in der Infobox finden. Dort habe ich es euch verlinkt. Dort, wo ich euch auch die Karten zeige, die ich in meinen Readings verwende, schaut es euch gerne an. Ansonsten kommen wir jetzt natürlich zu eurer Legung. Die verzauberte Wiese können wir hier schon sehen. Heiligtum ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Unter dem Begriff Heiligtum kann sich wahrscheinlich jeder etwas vorstellen. Es ist eine Angelegenheit, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Sache ist. Das kann so oder so sein, aber es wird sehr priorisiert behandelt. Es ist für euch Thema Nummer eins. Es könnte euer Allerheiligstes sein, euer Wichtigstes sein. Definitiv kann es hier gut und gerne in vielerlei verschiedene Richtungen gehen. Das möchte ich mir jetzt natürlich genauer anschauen. Die erste Karte in diesem Reading ist der Tod. Der Tod ist eine ganz klassische Karte, die für Veränderung und für Transformation steht. Da der Tod hier gleich den Anfang macht, könnte es sein, dass ihr hier veränderlichen Zeiten entgegenseht, sozusagen, liebe Zwillinge. Es kann sein, dass man selbst für diese Veränderung sorgt oder gesorgt hat bereits schon. Es kann aber auch gut und gerne sich um äußere Umstände drehen, die sich jetzt verändern. Das sind Umzüge oder das sind Reisen oder das sind möglicherweise auch Menschen, denen ihr ja unvorhergesehenerweise vielleicht über den Weg laufen werdet. Der Tod kann sehr vielseitig natürlich Auswirkungen haben. Die Klärung und die Spiegelung wird mir darüber potenziell noch mehr verraten. Hier haben wir gleich mal den Herrscher. Der Herrscher ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets das Gegenüber. Es ist ein Mensch, den ihr vielleicht sogar schon länger kennt, jedenfalls jemand, den ihr höher priorisiert oder gewichtet. Das Heiligtum, ein Herrscher. Es kann sich hier also für viele von euch direkt um einen Menschen drehen und handeln, den ihr bevorzugt behandelt, den ihr als sehr wichtig erachtet, möglicherweise jemand, an den ihr tagtäglich denkt, vielleicht auch interagiert. Eine Veränderung bezugnehmend dieses Herrschers oder vielleicht auch betreffend dieses Herrschers, also durch diesen Herrscher ausgeführt, könnte hier ein Dreh- und Angelpunkt sein, den ich mir aber natürlich noch genauer anschauen muss. Genauso gut, wie sich dieser Mensch per se verändern könnte. Es könnte jemand sein, der zu einem Herrscher heranwächst, vorher vielleicht ein Page war, ein Ritter war, anders ausgedrückt ein Mensch war, mit dem ihr hier und da mal zu tun hattet, mit dem man ja sich vielleicht gut unterhalten konnte, aber mehr ist da nicht gewesen. Und durch bestimmte Veränderungen, ob jetzt diesen Menschen betreffend oder von ihm oder ihr auskommend, könnte es gut und gerne sein, dass dieser Mensch in eurem Ansehen wächst, in eurer Hierarchie wächst, dass dieser Mensch euch wichtiger wird, als er oder sie es noch vorher war. Ist natürlich jetzt eine beispielhafte Formulierung, aber mit dem Tod, mit dem Herrscher und vor allem auch mit dem Heiligtum ist das hier doch schon ein denkbares Szenario, welches mir, wie gesagt, ich noch genauer anschauen möchte.
Der König der Schwerter, das scheint ihr hier zu sein. Liebe Zwillinge, es ist die Hofkarte im Luftzeichen. Zu den Hofkarten ist zwar zu sagen, dass nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ob jetzt hier Schwerter oder Stäbe oder Kelche oder Münzen dargestellt sind. Jede einzelne Hofkarte im Tarot hat bestimmte Charakteristiken, die man entweder auf sich selbst oder vielleicht auch auf einen bestimmten Mitmenschen im Resonanzfall beziehen kann. Es kann also jedes Sternzeichen auch in jeder Hofkarte dargestellt sein. Es liegt aber relativ nahe, dass ihr darin dargestellt seid, liebe Zwillinge, weil zum einen hier das klassische Gegenüber im Herrscher dargestellt ist und zum zweiten ist das eine Hofkarte im Luftzeichen. Ihr seid ein Luftzeichen und eine Hofkarte im Luftzeichen hat natürlich dann auch Luftzeichen typische Eigenschaften, wie beispielsweise der klare Sachverstand, wie beispielsweise die Abilität, Pläne zu schmieden, Strukturen zu erkennen, Konzepte zu entwerfen. Das sind definitiv Kopfmenschen in vielen Fällen hier, die Hofkarten im Luftzeichen, und häufig sind sie sehr intelligent, haben den Durchblick, treffen Entscheidungen. Es wäre also gut und gerne möglich, wie auch schon gesagt, dass ihr darin energetisch dargestellt seid. Natürlich können dennoch die Rollen vertauscht sein. Gerade die Mitte wird mir über dieses Szenario noch mehr verraten. Hier haben wir das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter oder jedes Ass eigentlich stellt ein Neustartpotenzial dar. Es kann also hier sich etwas Neues entwickeln. Man kann neue Wege gehen oder neue Türen öffnen sich. Das kann man jetzt so oder so formulieren. Mit dem Ass der Schwerter generell ist aber auch Kommunikation, Wahrheit und Klarheit dargestellt. Das sind weitere Grunddeutungen. Und die Kommunikation auf den Herrscher gespiegelt und neben euch hier stehend könnte natürlich gut und gerne ein Gespräch darstellen. Ein Gespräch oder hin und her schreiben, ein Telefonat, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber die Wahrheit einhergehend mit einer Klarheit könnte eine Art Coming Out bedeuten. Es könnte also sein, dass man hier erfährt, wie jemand über einen denkt oder wie jemand über einen empfindet. Das kann natürlich auch umgekehrt sein und dann könntet ihr hier jemanden sozusagen Einblicke in eure Gedanken- und Gefühlswelt vermitteln. Ob es sich dann um ihn oder sie hier handelt oder generell um eine bestimmte Angelegenheit, kann so oder so sein. Aber es wird hier potenziell kommuniziert, wahrheitsgemäß kommuniziert, und es wird für die ein oder andere Klarheit sorgen, für den ein oder anderen Durchblick sorgen. Auch da möchte ich natürlich noch mehr darüber erfahren. Hier haben wir den Pagen der Schwerter, ebenso wie der König der Schwerter eine Hofkarte im Luftzeichen. Es liegt also auch wiederum nahe, dass viele von euch darin dargestellt sind. Der Page der Schwerter ist häufig der Analytiker, es ist der Beobachter. Man sagt auch manchmal Beschützer aus der Ferne zu ihm oder ihr. Der Page der Schwerter ist jemand, der genauso einen klaren Sachverstand hat, einen gesunden Menschenverstand hat, manchmal auch Fachkenntnisse besitzt und häufig auch, wie auch der König der Schwerter, im Kopf unterwegs ist. Der Page der Schwerter ist hier gespiegelt auf den Tod. Es wäre gut und gerne möglich, dass man sich eine neu ergebene Situation zunächst einmal noch genau anschauen muss. Sie analysieren muss, sie beobachten muss. Man könnte auch von der Anpassung sprechen, mal schauen, wie die Dinge sich jetzt entwickeln. Das ist so ein bisschen Geduld, das ist ein bisschen Ruhe, es ist Passivität. Man könnte aber auch, wie gesagt, Analyse und Beobachtung dazu sagen. Dass sich möglicherweise zwischen euch und einem bestimmten Menschen hier etwas entwickelt, um es ganz allgemein auszudrücken, und ich weiß natürlich noch nicht, in welche Richtung das geht, das kann für viele von euch auch unterschiedliche Richtungen natürlich annehmen, aber dass man sich das entwickeln lässt, dass man sich das, wie auch schon gesagt, genauer anschaut, scheint hier eine Vorgehensmaßnahme zu sein. Dass man hier nichts überstürzen möchte, er oder sie gilt auch als passiv, manchmal introvertiert, etwas schüchtern vielleicht sogar. Definitiv ist das hier eine Energie, wo man nichts überstürzen möchte und schon gar nicht vom Hochmut sprechen kann. Da werden mir die Klärungen und Spiegelungen wahrscheinlich noch sehr viel mehr darüber verraten können, aber es scheint sich hier etwas anzustauen bzw. zusammenzubrauen, so könnte man es auch formulieren. Ich habe hier den Magier als erste Outcome-Karte. Der Magier ist erstens mal eure ganz klassische Tarotkarte. Ihr seid darin dargestellt, ihr werdet auch in den Liebenden dargestellt, das sind eure beiden klassischen Tarotkarten. Und wenn die eigene Energie sich im eigenen Reading im Outcome befindet, ist das häufig ein sehr positives Zeichen. Da geht es bergauf, da kommen schöne Zeiten auf euch zu. Möglicherweise ist diese Veränderung hier tatsächlich eine positive.
auch wenn sie sich vielleicht am Anfang etwas überfordernd anfühlen könnte. Der Magier weiterhin ist jemand, der sehr ehrgeizig ist. Generell Luftenergie gilt als sehr ehrgeizige Energie. Und der Magier ist auch jemand, der Ziele, Wünsche und Träume sich nicht nur steckt, sondern auch dahinter klemmt, sie zu realisieren. Das ist jemand, der weiß, von nichts kommt nichts. Beziehungsweise ist das jemand, der sich auch von Startschwierigkeiten oder von Widrigkeiten nicht unbedingt abhalten lässt, seinen Zielen, seinen Wünschen, seinen Träumen tatsächlich dann auch Substanz zu verleihen. Jemand, der am Ball bleibt, um es ganz kurz zu formulieren. Die 9 der Schwerter. Ja, es zeichnet sich hier tatsächlich ab, dass das etwas überfordernd sein könnte, dass das aus heiterem Himmel möglicherweise passiert, beziehungsweise dass das einem nervös machen könnte, vielleicht sogar Angst machen könnte. Die 9 der Schwerter hat derartige Grunddeutungen, auch Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Die 9 der Schwerter ist generell eine eher negative mentale Energie. Und das Ganze auf den Tod geklärt, das wäre gut und gerne möglich, dass man hier eine Veränderung zunächst einmal als negativ einstufen würde, wie auch schon hier hinten gesagt. Ich glaube, dass das unterm Strich eher eine positive Veränderung hier sein kann. Aber auch die Karte hier unten und auch die Spiegelung da hinten wird mir noch mehr darüber verraten. Der Eremit. Der Eremit ist eine Karte, die man hier in dieser Stelle vielseitig deuten kann. Der Eremit ist zum einen eine Karte, die auf das Wissen aneignen und auf das Weisewerden hinweist. Man nimmt sich hier meistens Zeit, um sich über eine ganz bestimmte Sache klar zu werden, um sich darüber Gedanken zu machen, mit der Absicht, die ein oder anderen Ungereimtheiten, Mysterien oder Rätsel zu lösen. Der Eremit weiterhin gilt als der Eigendrödler, eine eigensinnige Person, eine Person, die Abstand hält, manchmal vielleicht auch einsam ist. Der Eremit auf den Herrscher geklärt könnte jetzt zweierlei bedeuten, nämlich zum einen könnte es hier natürlich gut und gerne sein, dass man sich über diesen Menschen, über dessen Position, über dessen Veränderung, über dessen Gewichtung oder Priorität eingehende Gedanken macht. Da stellt man sich beispielsweise die Frage, woher kommt es, dass ich jetzt die ganze Zeit über diesen Menschen nachdenken muss? Woher kommt es, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil ich an diesen Menschen denke? Woher kommt es, dass dieser Mensch, den ich eigentlich bislang als ganz normalen Freund oder Freundin oder Kollegen oder Nachbarn oder wie auch immer behandelt habe, jetzt potenziell so ein hohes Ansehen bei mir genießt? Woher kommen diese Gedanken? Woher kommen diese Gefühle? Woher kommt möglicherweise auch mein Empfinden, welches sich jetzt hier verändert haben könnte? Bitte bedenkt natürlich nach wie vor, dass die Rollen vertauscht sein können. Nämlich genau das Gleiche, was ich euch gerade versucht habe näher zu bringen, könnte euer Gegenüber über euch natürlich empfinden. Das wäre hier dann vertauschte Rollen natürlich, aber das ist hier nicht unbedingt abwegig. Mit dem Eremiten auf den Herrscher weiterhin könnte es zu einer Einsamkeit bislang gekommen sein, dass man auch noch nicht viel übereinander weiß, dass man hier dann sozusagen ins Gegenteil verkehren kann. Man kann hier, wie auch schon vorhin gesagt, dem einen Einblicke über sich selbst gewähren und das passiert hier beidseitig im Sinne. Der Eremit und der Herrscher, die sind hier zwei Energien, die mir doch schon eher sagen, hier ist jeder noch so ein bisschen für sich. Hier behält jemand Gefühle und Emotionen noch für sich. Ich glaube, das macht ihr beide. Ihr schaut ja auch beide straight nach oben. Deswegen glaube ich, dass von möglichen Empfindungen, die man füreinander natürlich dann hat, der eine und der andere noch nicht wirklich Bescheid wissen. Und deswegen hier auch die Beobachtung, die Analyse dieses sich entwickeln lassen. Das möchte ich mir, wie gesagt, auch jetzt noch genauer anschauen. In der Mitte des Readings auf den König der Schwerter geklärt haben wir das Ass der Münzen. Das nächste Ass in diesem Reading hier in der Mitte. Ich habe euch vorhin schon gesagt, beim Ass der Schwerter, jedes Ass hat Neustartpotenzial als Grunddeutung. Ich habe hier hinten auch schon Neustartpotenzial als allererste Karte. Hier der großen Arkana, der Magier, ist generell Neustart. Ass der Münzen hat aber auch eine Chance, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit oder eine Option zur Folge, die man ziehen kann oder auch lassen kann, sie zu ziehen. Es ist hier definitiv eine Gelegenheit, die man am Schopfe ergreifen müsste, um etwas zu initiieren, um etwas in eine konkrete Bahn zu lenken. Das Problem mit solchen Chancen, mit solchen Optionen oder Gelegenheiten ist, dass man sie a. nicht immer erkennt, wenn sie einem schon in den Schoß fallen und b. manchmal auch eine größere
Überwindung oder eine gewisse Risikobereitschaft benötigen würden. Es ist also hier noch nicht absehbar, ob man Gelegenheiten ergreifen wird, um beispielsweise jemanden in ein Gespräch zu verwickeln, um beispielsweise jemanden möglicherweise auch versuchen, näher zu kommen oder Dinge über ihn oder sie in Erfahrung zu bringen. Es wird einige Gelegenheiten geben, entweder euren Gegenüber euch betreffend oder natürlich auch andersrum. Möglicherweise hat man hier aber auch mit den Neun der Schwertern liegt das schon nahe, größeren Respekt, größere Angst. Möglicherweise hat man vor allem Angst davor, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu tun. Oder man hat Angst davor, dass das Gegenüber einem nicht mögen könnte. Auch diese Ängste oder diese Nervosität, die kann ich mir hier gut und gerne vorstellen. Gerade dann, wenn hier doch schon ja inniges Interesse besteht bei mindestens einem von euch beiden, den jeweils anderen natürlich dann auch betreffend. Nochmals der Tod. Ich habe jetzt hier zweimal den Tod in einem Reading, eine Veränderung, eine Transformation. Damit hat das Reading auch schon begonnen und es wird hier auch weitergehen mit Veränderungen und Transformationen. Es scheint also hier nicht nur eine Art Phase zu sein, in der sich euer Alltag, eure Routine, euer täglicher Umgang verändern könnte, sondern es scheint hier zu einer regelmäßigen Veränderung zu kommen. Das kann eine Art Wachstumsphase sein. Das kann aber auch natürlich gut und gerne auf ein Schwanken hinweisen, dass man sich beispielsweise an einem Tag sehr gut unterhält, viel über das Gegenüber erfährt, sich vielleicht auch ein bisschen näher kommt und sich ein bisschen mehr als nur ein paar Sätze hin und her schreibt. Das ist natürlich, wie gesagt, beispielhaft zu behandeln. Und an anderen Tagen, zu anderen Zeiten, da herrscht Funkstille. Da hört man überhaupt nichts von jemandem oder man sagt auch nichts zu jemandem. Man kommt sich gar nicht näher und erfährt auch nichts. Diese Konversation oder Kommunikation hier in der Spiegelung und hier in der Klärung, die kann hier gut und gerne unregelmäßig stattfinden. Der Tod auf dem Eremiten hier in der Spiegelung besagt, dass man hier sich eingehende Gedanken macht über diese Entwicklung oder über die Potenziale jener Entwicklung. Beispielsweise habt ihr es hier mit einem Menschen zu tun, wie auch schon vorhin gesagt, den ihr bislang wie einen Freund oder eine Freundin behandelt habt oder einen ganz normalen Arbeitskollegen, einen ganz normalen Nachbarn oder jemanden, mit dem ihr vielleicht schon häufiger mal zu tun hattet, aber nie wirklich in einer Art intensivem oder innigem Verhältnis. Und dort kommt jetzt hier potenziell eine gewisse Veränderung rein, die man sich, wie gesagt, genauer anschauen möchte, die man auch laufen lassen will. Aber es wäre hier gut und gerne möglich, dass man hier auch von einem spirituellen oder philosophischen Blickpunkt aus betrachtet, sich jene Veränderung genauer anschaut. Damit meine ich beispielsweise, dass man sich fragt, ob man füreinander bestimmt ist, ob man vielleicht sogar dafür bestimmt ist, zusammenzukommen, ob ihr beide zusammengehört, ob Gott oder das Schicksal oder das Universum, je nachdem, wie man das auch immer formulieren möchte, unterm Strich ist es nämlich so ziemlich das Gleiche, möchte, dass ihr beide zusammenkommt, möchte, dass ihr beide euch miteinander auseinandersetzt oder übereinander Gedanken macht. Also was ist sozusagen der Wille Gottes, der Wille des Schicksals, der Wille des Universums, was euch und euren Gegenüber betrifft? Natürlich ist es wiederum nur ein Beispiel, aber derartige philosophische, spirituelle Gedanken, die macht man sich bezugnehmend auf diese Veränderung zwischen euch beiden tatsächlich sehr eingehender Natur. Auf dem Pagen der Schwerter haben wir die Zwei der Schwerter. Wir haben hier viel Schwertenergie, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich, weil viele von euch natürlich auch typische Kopfmenschen sein dürften. Das wäre jedenfalls typisch für Luftzeichen. Wobei dann natürlich nicht jeder von euch so eingestellt sein muss. Ich habe hier, hier und hier, hier und hier Schwertkarten, gedankliche Karten, mentale Karten. Es handelt sich hier um Gedankengut oder Gedankenkraft, kann man auch sagen. Also was ich euch sowieso schon sagen kann, ist, dass ihr euch beide jeweils übereinander sehr viele Gedanken macht. Zwei der Schwerter bedeutet erstens mal Dualität, weil es eine Zweierkarte ist. Zum Zweiten ist das hier gerne die Entweder-Oder-Karte, so nenne ich die immer. Und mit den Zwei der Schwertern herrscht hier generell Nervosität, Entscheidungsunfähigkeit, beziehungsweise auch so eine gewisse Skepsis, möglicherweise sogar eine Verwirrung oder Konfusion. Das kann dann in der Intensität stark variieren, aber mit den zwei Schwertern gelingt es einem definitiv nicht, eine finale Entscheidung zu treffen, die da lauten könnte,
Lasse ich mich darauf ein oder behalte ich diesen Menschen als Freund oder als Bekannten oder als Nachbarn oder wie auch immer weiterhin in meinem Leben? Zwei der Schwerter auf die neun der Schwerter. Man hat tatsächlich Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Man hat Angst davor oder man ist nervös dabei, wie man jetzt damit umgeht. Will man sich darauf einlassen? Will man sich nicht darauf einlassen? Das ist die Entweder-Oder-Karte. Also entweder lässt man sich darauf ein, dann könnten die und jene Konsequenzen entstehen. Lässt man sich nicht darauf ein, entstehen die und die und die Konsequenzen. Jeder Schicksalsweg oder alles, was uns widerfährt, können wir wählen. Wir können zwischen den Schicksalswegen wählen. Was wir nicht beeinflussen können, ist das, was ein gewählter Schicksalsweg für uns bereithält. Das ist der Unterschied zwischen, man hat das Schicksal in der eigenen Hand und es passiert sowieso das, was es passiert. Es gibt da so eine Art Zwischending und das verstehen leider viele Menschen nicht, soweit ich jedenfalls beobachten muss, wo der Unterschied ist zwischen, man darf sein Schicksal selbst bestimmen und das, was passieren wird, wird auch passieren. Es ist genau dazwischen. Das, was passieren wird, wird passieren. Aber es wird auf unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren, je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet. Und die Entscheidung, die haben wir hier, die haben wir hier und die haben wir jetzt hier tatsächlich sozusagen im Kommen, beziehungsweise bahnt sie sich an schon. Und ihr werdet euch hier für entweder den einen oder den anderen Weg entscheiden. Für welchen Weg oder für welches Vorgehen ihr euch hier bislang entschieden habt, ist das Beobachten, das Analysieren, das Laufen lassen, sich die ganze Sache mal anschauen, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ein typischer Kopfmensch entscheidet sich dann, wenn er oder sie sich nahezu 100%ig sicher ist, dass seine oder ihre Entscheidung auch die richtige ist und von längerem Bestand sein wird. Die Sechs der Münzen ist hier im Outcome. Die Sechs der Münzen ist eine sehr positive Karte, was das Zwischenmenschliche angeht. Es heißt nämlich hier ein Geben und Nehmen. Es herrscht Ausgleich. Man kann auch von der Gleichstellung oder Gleichberechtigung sprechen. Bei den Sechs der Münzen sagt man generell, ich bin für dich da, du bist für mich da, einer für alle, alle für einen und alle machen mit. Das ist im zwischenmenschlichen Sinne dieses jeder bringt sich ein, jeder tut das, was er kann. Also auf Gleichheit ausgerichtet. Ein ungleiches Verhältnis wird hier also potenziell nicht stattfinden. Man könnte es auch natürlich anhand von Beispielen formulieren und sagen, es kommt nicht immer nur einer auf den jeweils anderen zu, sondern es ist mal so und mal so. Und nicht nur hat immer einer etwas zu tun und der andere profitiert davon, sondern jeder tut das, was er kann. Da gibt's, wie gesagt, es gibt Umgangsformen in der heutigen Gesellschaft, die absolut nicht einem Miteinander, sondern eher einem Gegeneinander entsprechen. Das wird hier potenziell für viele von euch in Zukunft nicht so ablaufen, sondern vielmehr arbeitet ihr miteinander anstatt gegeneinander, beziehungsweise ergänzt ihr euch möglicherweise sogar. Mit den Sechs der Münzen, es gibt hier auch Nebensächlichkeiten, die ich natürlich ansprechen kann. Generell könnte es hier sein, dass ihr am Ende des Monats ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habt als noch vorher. Es kann sein, dass ihr gut haushaltet oder gut wirtschaftet, weil das ist auch Lukrativität oder Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität. Das kann hier, wie gesagt, speziell sein. Das ist wahrscheinlich auch nebensächlich und hat mit diesem Reading ja, wahrscheinlich hauptsächlich nicht unbedingt etwas zu tun. Ich möchte es dann noch angesprochen haben. Der Wagen. Diese Veränderungen kommen scheinbar echt recht plötzlicher Natur, das einen überfordern könnte. Ich glaube, es trifft euch oder eurem Gegenüber hier sozusagen der Blitz, wenn ihr mit dieser Redewendung etwas anfangen könnt. Ich nenne euch gerne ein Szenario, aber bitte behandelt es natürlich beispielhaft. Jene Veränderung, die hier mit dem Wagen auch gespiegelt ist, kommt plötzlicher Natur. Quasi von heute auf morgen könnte das passieren. Der Wagen ist die schnellste Karte im Tarot. Er spricht vom Erfolg oder Teilerfolg. Er spricht auch von Durchbrüchen, manchmal Mobilität, manchmal Fluktuation, manchmal im Speziellen sind das Besuche oder Reisen oder Umzüge. Mit der Klärung auf die Neun der Schwerter kann das einem nervös machen, macht es einem Angst oder man weiß im ersten Moment nicht, was man sagen soll, fühlen soll, denken soll, man ist überfordert. Und jetzt das Beispiel, ihr und euer bestimmter Bezugsmensch hier, ihr kanntet euch schon vorher, nehmen wir an, ihr beide seid Arbeitskollegen. Und natürlich ist man mit einem Arbeitskollegen häufiger mal ja zugegen, man könnte natürlich Smalltalk halten, man könnte sich natürlich auch mal ja, nach Feierabend auf ein Bier oder auf einen Kaffee treffen. Man kann hier natürlich miteinander umgehen auf einem normalen Level. Jetzt könnte es hier aber zu doch schon plötzlichen Veränderungen kommen, in dem Sinne, dass euer Arbeitskollege oder eure Arbeitskollegin am Montag in der Arbeit
irgendwie anders ist, irgendwie fast ausgewechselt, nicht wiederzuerkennen. Er oder sie ist quasi eine Art neuer Mensch. Entweder hat sich dieser Mensch einen neuen Haarschnitt zugelegt oder kleidet sich jetzt anders, hat also einen neuen Stil. Es kann gut und gerne sein, dass das lediglich ein Augenblick ist, der einen Menschen, den man schon länger kennen könnte, jetzt irgendwie in einem anderen Licht erscheinen lässt. Da macht es Klick sozusagen, wie aus heiterem Himmel oder wie der Blitz, wie auch schon gerade gesagt. Und bedenkt, das kann euch passieren. Oder das kann Bezug nehmend auf euch auch euer Gegenüber passieren. Also diese gewisse Überforderung einhergehend mit einer Nervosität kann hier gut und gerne auf einer derartigen Basis stattfinden. Natürlich möchte man sich das dann auch durch den Kopf gehen lassen. Wie kommt denn das jetzt? Wie ist denn das jetzt passiert? Woher kommen plötzlich diese Empfindungen und diese Gefühle? Das kann hier natürlich, wie gesagt, sehr unterschiedlicher Natur sein und ist nach wie vor beispielhaft zu behandeln. Die Hohepriesterin. Also es liegt jetzt hier noch näher tatsächlich, dass viele von euch sich hier die wichtigen Fragen im Leben stellen, um es jetzt mal ganz kurz auszudrücken, mit Hohepriesterin auf Eremit geklärt, ist das hier definitiv Spiritualität und Philosophie. Man kann das natürlich jetzt von Hundertsten ins Tausendste beispielhaft formulieren, aber kurz formuliert ist das ein Mensch, den man jetzt anders sieht als noch vorher. Und diese Veränderung, diese Transformation recht plötzlicher und überfordernder Natur kommt, aber diese Veränderung und Transformation jetzt jemandem auf einem oder vielleicht sogar auf mehrere höhere Level befördert. Jemand, an den man vorher eigentlich nicht gedacht hat, ist jetzt ständig im Kopf präsent aufgrund von Veränderungen, die man hier und hier sehen kann. Jemand wird hier potenziell zum Heiligtum oder klettert in der Prioritätenliste nach oben. So kann man das natürlich auch formulieren. Mit der Hohepriesterin ist hier die Intuition oder das Bauchgefühl dargestellt, genauso wie manchmal Geheimnisse und Mysterien dargestellt sind. Und das Ganze auf den Herrscher hier gespiegelt. Ich glaube, ihr werdet euch hier einige Fragen versuchen zu beantworten. Woher kommen diese Gefühle? Was hat dieser Mensch an sich verändert? Warum ist mir das früher nicht aufgefallen? Warum war er oder sie noch letzte Woche ganz anders und ist jetzt wiederum so? Aber auch was die Zukunft angeht. Ich habe hier doppeltes Neustartpotenzial mit einer Veränderung hier hinten. Wie viel, ja, Entwicklungsspielraum habt ihr beide? Wie viel könntet ihr euch vorstellen miteinander? Wohin führen diese Veränderungen noch? Und kommt ihr oder sie morgen auch wieder so in die Arbeit und werdet ihr dann den gleichen Eindruck haben. Das sind alles dann zukunftsbezogene Vorstellungen, Gedanken, die man sich hier durch den Kopf gehen lässt. Drei der Stäbe. Die Drei der Stäbe ist eine Karte, die man als Positivität bezeichnen kann. Auch eine gewisse Warteposition wäre hier gut und gerne möglich. Gerade sehen wir es auch hier in der Konjunktion mit dem Tod und dem Pagen der Schwerter, dass man hier nichts überstürzen möchte. Dass man jetzt hier keine, ja, voreiligen Schlüsse ziehen will, dass man hier jetzt keine Schnellschussaktion tätigen möchte. Die Beobachtung, die Analyse, dieses Laufen lassen scheint mir hier ein Vorgehen zu sein, welches jetzt nicht unbedingt verkehrt ist. Aber es sagt mir auch, dass man hier mit der Klärung drei Stäbe auf Ass Münzen nicht sofort die Initiative ergreift. Jedenfalls noch nicht, wie wir es hier hinten sehen können. Dieses erste Mal laufen lassen, abwarten und Tee trinken, dieses Mal schauen, wie es sich entwickelt, ist hier eine Vorgehensmethode, die zwar sicher ist, aber nicht unbedingt schnelle Entwicklungen vorherbestimmen könnte. Weiterhin ist hier drin aber auch Positivität, Optimismus oder Lebensfreude dargestellt. Weitblick oder Weitsicht ist eine weitere Deutungsvariante. Und auch das zählt wiederum dazu, dass man hier Dinge erst einmal laufen lassen möchte. Die Drei der Kelche. Die Drei der Kelche ist jetzt hier eine sehr interessante Karte. Ich kann mir vorstellen, dass zwischen euch und einem bestimmten Menschen schon einmal es heiß herging. Das ist vielleicht das eine. Das andere wäre, dass man sich schon einmal, vielleicht sogar bei der ersten Begegnung mit diesen Menschen, sich so die ein oder anderen Dinge hat vorgestellt. Es wäre gut und gerne möglich, dass ihr diesen Menschen natürlich jetzt nicht erst seit gestern kennt, sondern, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, das hier ist ein Arbeitskollege von euch. Und als ihr oder euer Gegenüber hier den ersten Arbeitstag hattet, hat man sich schon etwas miteinander unterhalten, hat man sich kennengelernt und vielleicht hat man hier sich auch schon die ein oder anderen Vorstellungen gemacht, die ein oder anderen Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Oh, wie wäre es eigentlich mit diesen Menschen? Den würde ich gerne näher kennenlernen. Er oder sie interessiert mich.
Vielleicht passen wir ja auch zueinander. Das kann hier gut und gerne sein. Dann habt ihr hier es mit einer wiederkehrenden Emotion zu tun, die vielleicht dann irgendwann abgeflacht ist, die dann vielleicht irgendwann in den Hintergrund gedrängt wurde oder vielleicht auch von selbst geriet. Es wäre auch gut und gerne möglich, dass zu dem Zeitpunkt eures Kennenlernens einer von euch beiden, auf gut Deutsch gesagt, bereits in festen Händen war. Dann haben wir hier die Dreierkonstellation. So oder so ist das hier möglicherweise etwas, was mal da war und zu einem bestimmten Zeitpunkt verhinderte, dass sich etwas entwickelt hat und dieses Etwas sich jetzt entwickeln könnte. Drei der Kelche auf den Tod, die Veränderung, die Transformation. Ihr könntet hier schlichtweg mittlerweile Singles sein oder euer Gegenüber ist mittlerweile ungebunden. Es kann auch sein, dass man hier mit dem Drei der Kelchen eine Emotion oder Gedanken, das kann man jetzt hier oder hier sehen in den jeweiligen Spiegelungen, hier ist es die Herzenergie, hier ist es die Kopfenergie, also Emotionen oder Gedanken, dass man die wieder aufgreift, die schon einmal da waren. Dass man das möglicherweise sich noch einmal durch den Kopf gehen lässt, es Revue passieren lässt sozusagen. Wie war das eigentlich, als wir uns damals kennenlernten? Was hat dieser Mensch eigentlich für den ersten Eindruck auf mich gemacht? Wie war das noch am Anfang? Das sind Beispiele natürlich, aber an diese Zeiten denkt man jetzt auch noch einmal zurück. Man hat diesen Anlass, darauf noch einmal sozusagen gedanklich zu kommen oder sich noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, wegen eben diesen relativ plötzlich passierenden Veränderungen. Und ich weiß nicht, ob es äußerlich ist. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise auch die Verhaltensweise von jemandem von euch ist. Ich weiß nicht, ob es äußere Umstände sind. Das kann alles sehr, sehr gut sein. Aber was das für Konsequenzen mit sich bringt, hoffe ich, euch hier näher bringen zu können. Der Gehängte. Der Gehängte ist eine Karte, die man generell zweideutig deuten kann. Und zwar könnten hier tatsächlich beide Deutungsvarianten zu nennen sein. Zum einen ist das hier nämlich die Stagnation. Es ist das Festsitzen, das Festhängen, das nicht von der Stelle kommen. Und hier mit der Spiegelung auf den Pagen der Schwerter, wie gesagt, der Analytiker, der Beobachter, jener, der es langsam angehen lässt oder jener, der sich Dinge entwickeln lässt, sie aber dabei genau auch sich anschaut. Das ist hier eine Art Verzögerung könnte man jetzt sagen, aber ich rede jetzt da nicht vom Stillstand, sondern ich rede vom langsam machen, wenn euch das etwas sagt. Das kann zum einen sein, weil man hier eben auch nicht weiß, wenn ich jetzt mich darauf einlasse, was entstehen für Konsequenzen und wenn ich jetzt diese Gefühle, diese Emotionen, dieses Interesse, diese Neugier, die hier geschürt wird, einfach versuche zu negativieren, einfach hinnehme oder als nicht existent behandle, was passieren dann für Konsequenzen? Das ist eben eine gewisse Entscheidungsunfähigkeit, eine Art hin und her überlegen. Mal präferiert man den einen und mal den anderen Weg. Das kann hier gut und gerne, wie gesagt, dann aber auch das sich im Kreis drehen darstellen. Es wäre hier auch gut und gerne möglich, dass die andere Deutungsvariante des Gehängten greift und das ist das Umdenken, der Perspektivenwechsel oder der Meinungswechsel. Klar, wenn man jemanden vorher als normalen Freund, normale Freundin, normalen Arbeitskollegen, normalen Nachbarn behandelte und ansah und jetzt potenziell etwas passiert, was aus heiterem Himmel kommen könnte, dann hat man hier natürlich dann auch ein anderes Bild von diesen Menschen, vielleicht auch dann eine andere Gefühlslage zu diesen Menschen oder man denkt anders über jemanden und nach wie vor bedenkt, dass das von euch aus kommen kann oder euch natürlich auch betreffen kann. Aber so oder so scheint ein Mensch einen jetzt anderen Eindruck auf euch zu vermitteln, als er oder sie es vorher tat. Oder wie gesagt, genau andersrum. Anders ausgedrückt, das Heiligtum, das ist hier erst einmal in der Entstehungsphase. Das wächst hier zunächst einmal. Hier drängt sich jemand mehr und mehr in eure Gedanken- und Gefühlswelt, der vorher zwar schon in eurem Leben präsent war, aber noch nicht auf die Art und Weise, noch nicht in dem Level, noch nicht in dem Maße, könnte man sagen. Und ob ihr das seid für eurem Gegenüber oder euer Gegenüber für euch oder ihr beide füreinander, das sei natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist eine weitere Kommunikations- und Konversationskarte, genauso wie das Ass der Schwerter hier oben. Bei der Mäßigkeit handelt es sich um einfühlsame, empathische Gespräche. Das sind Gespräche, die sich manchmal wie 5 Minuten anfühlen, dabei sind schon mehrere Stunden vergangen. Man darf ausreden, man lässt ausreden, man versucht sich in den Gesprächspartner
hineinzuversetzen. Sehr ruhige, gediegene Gespräche könnte man sagen. Das sind auch manchmal tiefgründige Gespräche, aber so oder so hat man hier einen wunderbaren zwischenmenschlichen Umgang. Man versteht sich auf einem Level, wie man sich vielleicht noch nicht wirklich mit vielen Menschen verstanden hat. Das kann man hier auch mit der Beidseitigkeit oder Gegenseitigkeit entdecken mit den Sechs der Münzen. Und vielleicht auch basierend auf dieser Chemie, auf dieses, es passt irgendwie zwischen euch beiden, ihr versteht euch, wie sonst mit keinem Menschen, können natürlich dann auch Ziele, Wünsche und Träume quasi in der Entstehungsphase sein. Dass man sich dann logischerweise mehr vorstellen kann mit jemandem, der vielleicht nicht nur äußerlich passt und ansprechend ist, sondern der vielleicht auch mit euch auf einer Wellenlänge ist, ist, denke ich mal, etwas, was ich euch nicht erklären brauche. Viele von euch vielleicht auch erst noch herausfinden werden. Und dass es eurem Gegenüber genauso agieren kann, ist, denke ich, auch etwas Selbsterklärendes. Ich sehe hier sehr viel Entwicklungspotenzial im zwischenmenschlichen Sinne, was zwei Menschen angeht, die sich wahrscheinlich schon kannten von vorher, aber noch nicht in dem Licht gesehen haben, wie sie jetzt sozusagen beim jeweiligen Gegenüber stehen. Das Heiligtum, wie gesagt, in der Entstehungsphase. Dieser Mensch war euch vorher nicht unwichtig, aber definitiv nicht präsent, jedenfalls nicht permanent in eurer Gedanken- und Gefühlswelt. Ich möchte mir jetzt natürlich dann auch die Entwicklungspotenziale jener Situation genauer anschauen im weiterführenden Reading. Ich will da noch mehr Details herausfinden, noch tiefer in die Materie eintauchen und natürlich auch noch mehr Erkenntnisse sammeln, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Liebe Zwillinge, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, könnt ihr eure Lage erkennen, könnt ihr was mit diesen Energien anfangen oder kurz gesagt, resoniert das Reading für euch? Und bedenkt, manche von euch, die haben hier diese plötzliche Veränderung, dieses plötzlich in einem anderen Licht dastehen oder jemand steht in einem anderen Licht plötzlich da, vielleicht noch gar nicht erfahren, das kann aber natürlich noch kommen. Dann sage ich deswegen, wenn ihr Interesse habt oder das Reading für euch resoniert, könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich natürlich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich keine Nachteile dadurch. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen August. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.